jetzt wird's persönlich hier. Claudia, ich muss sagen, das war schon gar nicht so schlecht. Jetzt, ja, jetzt wird's persönlich. Er wird nervös, glaub mir. Ich wurde nervös. Ja, Claudio. Nicht schlecht. Ey, das war gut. GG. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen mal wieder zu Fall Guys. Also, was heißt mal wieder? Wir haben das Gefühl, seit einem Jahr bei mir nicht gespielt. Ein Video schon bei Danja gesehen. Da haben wir zu fünf mit Claudio, Danja, Lena, Tom und mir und auch euch Fall Guys gespielt. Und das machen wir heute wieder. Es gibt wieder eine schöne XXL-Runde. Mal gucken, wer sich wie anstellt. Wir wissen, Claudio und gerade auch Tom ist extrem am Schwitzen in diesem Spiel. Ja, kein Kommentar, hast du auch einen Kommentar? Ja. Lass das unkommentiert, ja. Das endet sonst wieder nur darin, dass mir das vorgehalten wird. Ja, aber es ist doch so, was? Tom. Hallo, wir haben... Nein, Tom ist schon gut. Schaut euch die letzte Folge an und dann wisst ihr Bescheid. Oh nein, ich schon wieder Ringe. Das kenne ich gar nicht, die Bohnen im Übel. Du musst einfach nur die Bohnen da einsammeln, die da sind. Diese Ringe musst du einsammeln. Diese Ringe, genau, ich sag schon. Oh. An welches Spiel erinnert mich das wohl? Donkey Kong. Donkey Kong. Sonic. Ja. Sonic? Donkey Kong? Wegen der Ringe. Oh ja, doch, stimmt, Sonic. Ja, natürlich. Stimmt. Sonic ist es. Doch, dann true. Ja. Und guck mal, man wird auch schneller. Und ich brauch nur noch einen. Ich bin qualifiziert. Wie schaffst du das so schnell? Laufen! Ja, danke. Guter Tipp. Na, bin runtergefallen. Hä, wie viele Ringe fehlen euch denn noch? Mir fehlen noch 14. Nee, mir fehlen 16. Auch nicht besser. Anja, du bist richtig gut dabei, komm. Oh nee, jetzt komm ich hier nicht. Die drei kriegst du nicht. Stark, wer hat sich da qualifiziert? Ich hab's nicht gesehen. Mann. Oh nein, jetzt waren da schon, jetzt gibt mir. Hey, Kahn. Achso, da bist du. Super, Kahn noch ein. Let's go. Nee. Hey, das hat Spaß gemacht. Also Tom und Lena, ihr habt noch Zeit, ihr könnt ganz easy es reinschaffen. Ja, also gerade mal die Hälfte hat's geschafft. Ja. Ich brauch noch vier. Ja. Danja, du solltest vielleicht auch nicht auf dieser Plattform bleiben. Ja, ich bin auch durch. Was soll ich? Du solltest nach oben eigentlich ein bisschen, weil da sind ganz viele. Und, ja, ich gehe zwischen. Ja, aber auch hier da durch, durch den Tunnel. Mir fehlt nur noch ein Einziger. Geh doch durch den Tunnel! Okay, du hast geschafft. Oh, ich hab's geschafft. No, ich wollte nach rechts. Durch den Tunnel! Ja, aber... Lena, los! Ja, gut, also bei Lena sieht's ein Tunnel? Bisschen schwierig aus heute. Durch den Tunnel! Durch den Tunnel! Man muss aber auch bei Lena sagen, dass sie das erste Mal auf der Switch spielt. Ja, ich also jetzt auf der Switch finde ich, ist das auch echt schwierig, Fall Guys. Oh. Schade. Applaus für die Verlierer. Und das erste Mal bin ich nicht dabei. Ja, auf deinem Kanal gibst du dir natürlich mehr Mühe, ne? Voll nicht. Ich bin jetzt einfach nur ein bisschen drinne. Und es ist auch ein bisschen, man muss halt sagen, es hängt halt sehr viel vom Spiel einfach ab. Oh ja, ja, let's hier go. Kann. Ja, danke, da sage ich das danke, Claudio, ehrlich. Kannst du einfach mal ruhig sein? Okay. Wie ich dich hasse, ey. Warum? Ja, warum sagst du das? Jetzt kommt wieder dieses Spiel, wo ich safe verlieren werde. Nein, du wirst das schon packen, glaub klar. mir. Ist klar. Claudio, ich weiß gar nicht, wie das geht. 30 Millisekunden direkt wieder ein Golden. Nein, der Golden ist zu weit weg von mir leider. Na, komm, dann beobachte ich doch mal Kahn. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, das weiß ich. Hallo, was ist hier? Hey, Mr. Glob, hallo, was soll denn das jetzt hier? Oh. Ja, ja, besser ist das. Hör mal, ey, kann wohl nicht wahr sein. Oh, Kahn hat aber schon den zweiten. Muss aber überhaupt nichts heißen. Kahn, du hast schon mal drei mehr, als ich jemals bekommen habe. Nee, ich spiele über das safe Game. Oh, ich bin ganz ehrlich, also dieses mit den Ringen, das mag ich am wenigsten. Jetzt schiebe ich Mr. Glob hier zu dem goldenen Ring, oder was? Ich glaub's ja noch. Ja, genau, Claudio, dich auch noch, ne? Soll ich hier noch irgendwem helfen, oder wisst ihr? Komm, wenn du kommst, dann schiebst du es mit mir. Sag mal, Alter, nee, ich hab keinen Bock mehr auf euch hier. Das kann wohl nicht wahr sein. Dann ja einfach ein bisschen besser spielen. Ich schieb den hier die ganze Zeit hin, damit andere Leute dann... Genau. Alter, das wär's jetzt noch gewesen. Das wär's jetzt einfach noch gewesen. Och, ey! Nee, ich kann das alles nicht mehr. Let's go. Ich kann das ja alles nicht mehr. Ich... Oh, nee. Und Kahn ist durch. Yeah! Oh mein Gott, ich hab's wirklich geschafft. Und das ohne Goldring. Boah, ich bin sogar vor Claudio. Let's go. Ja, ich mach hier ein bisschen einen entspannten. Danja ist auch noch da. Tom, ja, hast du schon geschafft? Ich bin schon durch, glaub, sehr gut, Tom. Kurz vor dir. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Schafft man das hier schöne so? Sache, Harry. Schöne Reifen. Ja, schafft man. Schöne Reifen. Was?
Oh, ja, der Gold ist halt immer noch da. Oh, schade, Mr. Glob. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, toll. Oh, schafft es Mr. Glob vielleicht jetzt gerade nicht? Es könnte doch, sein. Glaub, man merkt, er wird panisch. Er wird sehr, sehr... Ah, nee, er schafft es schon. Danja, du weißt aber, dass deine geschafften Reifen oben in der Mitte stehen und nicht rechts, ne? Wobei, die Leute, zwei die Leute haben fünf. Und boah, Lena kommt jetzt auch... Nein! Lena hat fünf. Claudio, ich bin schon längst draußen. Ja, ja, ich meine die andere Lena. Ach so, es hört sich so an, als wenn du mit mir redest. Sie, oh nein, sie ist zweimal... Ach, Danja. Oh nein, ihr hättet das sehen müssen. Ach, Danja. Was ist denn dein Problem, Kahn? Was willst du denn jetzt? Ich wollte, dass du weiterkommst. Du bist ja auch schon rausgeflogen. Ich wollte doch, dass du weiterkommst. Hallo. Ja, ich wollte auch, dass ich weiterkomme. Tom, ist es nicht das, was du magst? Das habe ich noch nie gespielt, glaube ich. Doch, natürlich. Ich habe das sogar in deinem Stream gespielt. Sicher? Ja, da habe ich dich runtergeschubst. Ach, danke. Ja, sorry. Okay, das ist schon das. Dann habe ich das maximal einmal gespielt. Was muss man da machen? Achso, man darf einfach weglaufen. Man darf nicht auf die Kacheln mit Symbole. Richtig. Ah, okay, okay, okay. So, ich muss Mr. Glob und Skaracho noch drin. Warte, mach noch mal ganz geschickt. Mr. Glob weiß auch schon, glaube ich, was ihm blüht. Ja. Und was bedeutet das, wenn ich da drauf springe und die so pink werden? Dann dreht sich das Ganze. Oh ja, ich merk's. Ja. Ja, ja, oh was? Warum sagt man das denn keiner? Ja. Ich bin auch dadurch gerade rausgeflogen. Ja, toll, danke. Wo ist Mr. Glob? Da ist doch Mr. Glob. Komm mal her. Das hätte man mir auch sagen können. Ja, also ich sage, wie es ist. Ah, Mr. Glob, läuft weg. Wir fliegen hier beide raus, wenn du mich jetzt nicht loslässt. Ach nee, die anderen kommen jetzt auch. Oh, oh, wir beide fliegen raus. Das verstehe ich nicht so ganz irgendwie. Wieso denn? Ja, warum... Wann dreht sich das? Wann dreht sich nicht? Ich glaube, ist ein bisschen random. Oh, Alter, Claudio. Claudio. Was soll das? Ja, was soll ich denn machen? Ich muss. Boah. Was? Was? Ey, der ist ich voll muss. Fies. Wie hinterhältig. Ich brauche die Krone. Alter, wofür brauchst du denn bitte noch die Krone? Die Siegerehrung gönn ich dir jetzt nicht, ey. Doch, doch, die müssen wir gönnen. Einfach mal Spieler melden hier. Ja, was? Ja, Leute, ist das letzte Video von Claudio auf YouTube. Er lässt los auf YouTube. Er lässt los. Oh, Leitlicht. Was ist das? Also da musst du immer in dem Scheinwerfer sein. Ah, okay. Leute, es ist nicht das letzte Video von Claudio. Vielleicht, wenn ihr wollt, schreibt ihm einfach. Aber Claudio, kennt es ja. Schreibt ihm einfach. Claudio, das war dein letztes Video. Schreibt ihm einfach. Kann, ich wollte gerade sagen, du kennst es ja, im Scheinwerferlicht zu stehen, oder? Ja, bin ich ja ständig. Ja. Ja, und wie macht man das jetzt? Da muss man jetzt in die Mitte, oder was? Ja, aber das bewegt sich halt. Muss dem Ding halt folgen. Muss einfach da drin stehen. Ah, ich sehe es gerade. Ich sehe es. Man braucht sozusagen die 100%. Genau, und das ist schwitziger als gedacht. Seid ihr schon drin? Nein, natürlich nicht. Du hast erst angefangen. Ne, ich glaube, Lena meint vielleicht in dem Spiel, in der Runde. Oh, ja. Bist du rausgeflogen? Also, hier steht bei mir, warten auf Spieler. Oh. Hä? 90%, komm schon. Ja, ich bin nicht dabei. Okay. Hä? Aber bist du weitergekommen? Hast du gerade Internet oder so Probleme? Ja, ich weiß nicht. Doch. Das schaffst du. Yeah! Let's go. Stark. Ja, dann ja auch. Wow, ja. Wir sind alle vier noch weiter. Ist das das, wo Mr. Glob gewonnen hat? Genau, ja. Ach Mr. nö, dann macht er das. Dann macht er das ja hier? Wieder. Das ist wieder das von eben. Habe. Ah, das ist richtig, wo man bis zur Ziellinie kommen muss. Ja, genau. Und ja, super. Tom, was ist wichtig? Außen bleiben oder innen? Weiß ich nicht. Ich muss das selber noch ein paar Mal spielen. Ich gehe jetzt mal außen lang. Bleib mal innen. Ja, es macht aber schon Sinn, innen zu bleiben. Oh, ja gut, außen ist bescheuert. Oh, ich bin so blöd. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh. Oh, dieses Spiel ist echt hart. Gaming? Oh, ja, toll. Ja, super, klasse. Mann, warum immer dieser Typ? Lena, bist du drinne? Müsste ich eigentlich wieder drin sein. Ja, okay, versuchen wir es mal. Ja, ich sehe dich. Ja, okay. Mother of Bee. Oh ja, da hatte ich einfach nur Glück. Bin ich ehrlich. Da hatte ich Tom, Kahn und ich sind ganz vorne. Let's go. Let's go. Oing, oing.
Au. Nein! Und tschüss. Was denn? Tschüss. Nein. Boah, wir sind doch am gelben, Claudio. Let's go. Ja, oh. Stark. Also ich habe da Mr. Glob, Khan, Tom und mich gesehen. Also wir waren da wirklich. Ja, das war gerade ganz gut. Das war eine schöne Schwitzerrunde. Ja, Danja, du bist doch drinne. Du bist doch gut. Mhm. Schön geschwitzt. Lena, bist du auch noch drin? Schön, natürlich nicht. Schön geschwitzt. Oh, oh. Schön geschwitzt, Harry. Nach so einer Sportunterrichtsstunde. Oh nein, hör auf, bitte. Hör auf. Oh, das ist das. Tom, ey, das weckt Erinnerungen. Hör auf. Ey Leute, das Spiel ist mein Untergang. Ich habe das noch nicht einmal geschafft, in diesem Spiel weiterzukommen. Bist du schon wieder raus? Nein, Danja ist dabei. Sie meint jetzt Flugzeit. Das kann ich nicht. Ach doch, Danja, das ist ein gutes Game. Danja, spring, Danja, ich sehe dir gerade, wo du spawnst, spring direkt nach rechts, das ist einfacher. Wo du, gutes, dann kannst du rechts gutes Game ist das. Boah, du hast einen richtig guten Start, Danja. Das ist richtig schlimm. Das ist ein gutes Game. Och nö. Läuft das auch über Prozent? Ja. Guck mal, wo ich bin, ey, das ist ein bisschen blöd. Ja, super. Klasse. Danke, Claudio. Ja, das hat richtig gut funktioniert. Danke für diesen Tipp. Welchen denn? Ja, hier drauf zu springen. War doch nicht meine Schuld. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin gerade mal bei 1%, Mann. Bei mir läuft's gerade auch gar nicht. Oh, ich bin noch runter. Oh, was habe ich denn da gemacht? Ist der Map gefallen? Oh. Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Hä, kann man hier gar nicht. Ich bin gerade mal bei 3%. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln oder was? Ja, jetzt wird gegamed hier. Also ich bin bei 45. Hä, ich bin auch aus der Map geflogen. Was ist das denn? Ja, das war bei mir eben auch. Ja, schon wieder. Oh, ich hab's Mann. Ja. Yes, ich hab's geschafft. Oh, das war ein richtig guter Tipp, Claudio. Das war, glaube ich, der beste Tipp meines Lebens für dieses Game. Ich hab, da wo du startest, ist gut. Ich habe das Spiel noch nie geschafft. Das ist das erste Mal, dass ich es geschafft. Claudio, danke dir. Wirklich, das gerne, gerne. Nein. Oh, das wird knapp bei mir, glaube ich. Oh, ich werde es nicht schaffen. Oh, das wird richtig knapp bei mir. Komm schon. Oh. Komm schon. Yes, let's go. Kann bitte. Eine Person kann noch. Oh ja, danke. Bei 92%, Mann. Schade. Voll schade. Der Tipp, den du uns gegeben hast, der war einfach, der ist Gold wert. So. Ja, war ja nur ein kleiner. Ja, aber man ist sich die ganze Zeit bei der gleichen Seite gespawnt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. So, endlich wieder Finale verlieren gegen Claudio. Ich bin die ganze Zeit da gespawnt. Alter, das liebe ich. Natürlich muss ich direkt neben dem Pro Claudio starten hier. Nein, ich gehe nicht auf dich. Ja, natürlich direkt erstmal auf mich geschossen. Nein, ich habe auf Mr. Glob geschossen. Nee, das war ich. Ach, das warst du? Ja, das war ich. Come on. Oh, war das knapp. Lalalala. Tu es nicht. Hummelbiene, warum tust du es? Lass meine Hummelbiene in Ruhe. Ja, die Hummelbiene ist einfach auf mich gegangen. Ich habe gerade jemanden rausgeworfen. I'm sorry. Oh, ich habe Hummelbiene rausgeworfen. Das ist gemein. Alles gut, du fliegst schon nicht raus. Ja, das warst doch du, Claudio. Was soll ich das? Ich weiß, aber... Ja. Hey, lass es. Ich fliege aber auch immer so weit durch die Luft, ey. Nein. Oh, das jetzt bin dann, jetzt bin ich nicht mal wegen dem Ball rausgeflogen, sondern wegen eigener Blödheit. Du machst das bisher sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, oder? Aber muss vorsichtig sein, Claudio ist noch da. Ja, ich weiß, Tom ist bei mir. Ach, das ist Tom hier? Okay. Ich bin der Matrose. Tom, lass es doch einfach. Nein! Ach. Tom, ich sag, wie es ist, dein Skin ist echt hässlich. Danke. Nein! Das war aber ein Volltreffer. Der hat jetzt echt gesessen. Komm schon, Mr. Glob. Ich rute für dich. Boah, Mr. Glob gegen Claudio ist auch so ein Duell der Giganten hier gerade. Komm schon, Mr. Glob. Lass es, Mr. Glob. Der hat aber auch Glück, ne? Macht's gut. Muss jetzt nochmal raus aus der Verteidigung. So, jetzt. Ja, mach es. Ja. Oh! Gutes Ding. Das kann nicht wahr sein. Ey, wie viel Glück! Den tank ich. Alter. Das war sowas von Glück. Oh mein Gott! Komm mal ist her. Das jetzt. Spannend. Oh, Claudio wird wütend. Nein, Mr. Glob. Oh. Alter. Claudio wird sauer. Jetzt aber, komm. Ja. Nee.
Oh, jetzt wird's persönlich hier. Claudia, ich muss sagen, das war schon gar nicht so schlecht. Jetzt, ja, warte. Jetzt wird's persönlich. Er wird nervös, glaub mir. Ich wurde nervös. Ja, Claudio. Nicht schlecht. Ey, das war gut. GG. Ich finde, das ist jetzt... Okay, das ist zwar auch nicht super, aber schlimm ist das jetzt auch nicht. Ich finde, das Rollfeld ist halt immer so schwitzig, ne? Ja. Ja, deshalb. Und mit 19 Leuten? Naja, wie viel qualifizieren sich? Ja, haben es auch erweitert, glaube ich. 11 oder sind so, hätte ich gesagt. Oh. Ja, 11 qualifizieren sich. Ich finde Rollfeld halt auch echt schwer. Konzentrieren. Ich glaube, ich habe noch niemals Vollgeist gewonnen. Ich glaube, ich habe noch keine einzige Krone in diesem Spiel gewonnen. Dann ja, so wie du aber auch gerade gelaufen bist, ne? Boah, du hast mir echt Angst gemacht. Warum? Ja, weil du einfach am Rand läufst. Man kann runterfallen, ist dir das bewusst? Ja, ich bin hier voll schon sehr oft runtergefallen. Ja, wenn du da so rumläufst. Lena, bist du dabei, ja, oder? Ich bin dabei, ja. Okay. Weil man hat Lena nicht gehört. Konzentriert sich. Ja, ich konzentriere mich. Aber ich auch. Wie sollten mich denn die Leute jetzt schon fest? Mich Was auch. Was soll das? Wer ist das? Tom. Lass los. Lass mich und meine niedliche Hello Kitty-Figur hier alleine. Ey, da hält mich die ganze Zeit jemand fest. Ja, ist wahrscheinlich Tom. Nein. Nee, das ist. Der verfolgt mich die ganze Zeit jetzt. Du gewinnst die ganze Zeit, Claudio. Ich kann schon was. Ey, der beschwerst du dich überhaupt? Tom! Das ist. Ist das eine ganz. Oh, yes. Let's go! Lena, bist du weiter? Ja. Ey, wir sind alle weiter. Ey, Lena, zweite Runde! Auf geht's! Das feiern wir! Ja! Let's go! Genauso wie unsere Weihnachtsfeier. Also gar nicht. Ja. Wirklich. Weihnachtsfeier. Also, Danja hat mich allen Ernstes letztens irgendwann angesprochen und gesagt, wir müssen ja nochmal die Weihnachtsfeier nachholen. Ja. Oh. Bruder, wir haben September. Ja. Wir können einfach diese Weihnachtsfeier und die nächste können wir zusammen machen, einfach. Ich habe eine Frage. Werde ich eingeladen? Klar. Wir brauchen doch jemanden, der die Geschenke trägt. Ja, ich bezahle sie nicht. Musst du auch nicht, aber du bekommst auch keine. Habt ihr auch so ein Signal unten rechts? Nö. Ein Signal? Oh, ich hab Was? Internet-Signal. Ja, wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich einen Cheatcode. Ja, natürlich. Ja. Jetzt haben wir dich, Claudio. Ja, natürlich habe ich einen Cheatcode. Warum? Ach, so kann es das. Warum? Auch hier auch ein wichtiger Tipp, einfach mal springen, dann können die Leute euch nicht so gut festhalten. Alter, spielt hier gerade irgendjemand, da hat gerade einfach irgendeiner so Flöte oder sowas gespielt. Was war das denn jetzt? Ja, das ist wahrscheinlich ihr. Was ist das denn? Warum? Oh, wie lange dauert das denn noch? Hallo, was soll das denn? Oh, ist das schwer. Hallo! Ja, entweder dauert halt noch ein paar Sekunden, ne? Ja, 44 Sekunden noch. Ist voll viel, Mann! Und es wird immer schneller. Ja, Tom, du weißt, du kriegst das gleich zurück, oder? Ja. Oh no! Risiko gehe ich ein. Ja. Aua, Mann, Tom! Ja, der hält die ganze Zeit fest. Tom, ich bin noch nicht mal Konkurrenz für dich, Ehrlich? Was willst Ey, Tom, du denn? Komm, lass es! Fass mich nicht an! Immer auf die eh schon am Boden liegen, ey. Tom, lass. Ja. Ey, Tom, du bist wirklich, ne? Ehrlich, Tom. Qualifiziert! Sind immer noch alle dabei? Ja. Boah, ich glaube, die sind raus. Lena, du bist rausgeflogen. Nein, oh nein. Dein Ernst? Ja, Vollgeist, das wird einfach die Leben nichts mehr. Die rausgeflogen ist. Ja. Aber das zeigt nur, wie schwitzig die Lobby ist. Ist das jetzt schon Finale? Ja. Nee. Nö. Och, nö. Claudio hat wahrscheinlich hier so, der weiß, wie man das spielt. Und wird die Leute so vorschubsen und was weiß ich. Also ich kann dir einen Tipp am Anfang geben. Was? Wenn du springst, dann versuch auf vier Flächen zu landen direkt. Oh ja, dann danke weißt für du den ja, Tipp. Oder, ja, ist doch ein guter Tipp. Das studiert, ey. Das wollte ich gerade sagen, ey. Das ist ja eine richtige Wissenschaft bei Claudio. Das ist doch ein guter Tipp, weil dann weißt du ungefähr, wo es lang geht. Oh, Khan, let's go. Khan hat die Pläne. Die Busfahrer. Kurze Freestyle. Oh nein. Komm, oh Gott. Oh, nein, ich will nicht. Das kommt jetzt nicht weiter. Ich will nicht.
Es geht nur noch geradeaus, laufen. Nein! Oh Mann. Oh nein, ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß nicht, okay, mehr, wo lang. Rechts geht's auf jeden Fall nicht lang, das heißt. Nein. Gott. Wer schubst mich da? Nein! Och Mann, ich weiß nicht, wo lang. Geh doch jetzt mal vor, Mann! Es kann doch nicht nur noch geradeaus gehen, weil. Warte mal. Ja. Es kann doch nur noch geradeaus gehen. Let's go! Ah! Oh Mann. Tom, weil links und rechts hat. Tom, das tut mir ja fast schon ein bisschen leid, aber. Weil links und rechts haben die ja die Platten gewackelt. Das heißt, es konnte nur noch geradeaus gehen. Ich bin auch noch dabei. Ich glaube, hey, Dani ist auch noch da. Aber gut, ja, wir sind gut. Mr. Glob ist auch noch da. Das heißt, ja, wir verlieren so oder so. Ja, ich habe gerade die ganze Runde die Klappe gehalten, weil ich dachte mir so, nee, wenn ich mich melde, dann kommen die auf die Idee, mich runterzuschubsen. Ja, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich werde das safe verlieren. Okay, auf den ersten, den ich gehen muss, ist Mr. Glob. Danach kommt der Rest. Ich werde das safe verlieren. Claudio, wenn es nur noch uns beide gibt, lässt du mir dann den Sieb? Ja. Hey, das gibt es nicht. Doch. Dasselbe auch bei dir kann. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte fair gewinnen. Okay. Ich möchte nicht fair gewinnen. Ich möchte einfach gerne gewinnen. Oh ja, oh ja, oh ja, danke. Ich bin einfach der Erste, der rausgeflogen ist. Danke. Danke für gar nichts. Bitte. Leute, also ich sag jetzt schon mal tschüss, weil wenn euch das Video gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Schaut bei Claudio vorbei, schaut bei Danja vorbei, schaut auch bei Tom vorbei. Tom auch vorbei bei YouTube und bei Lena auf Instagram. Ich wusste gerade nicht, wie du nochmal heißt, Tom. YourGame.dot. Das meine ich nicht, sondern dein richtiger Name. Ja, moin. Tom? Ich wollte gerade zu dir Antonia sagen, aber ich weiß nicht wieso. Okay. Ist auch ein schöner Name. Ja, finde ich ja, richtig. Ist okay. Passt halt auch zu Tom, ne? Antonia. Ja, wir schauen mal, wer das hier gewinnt. Sind noch alle dabei? Oh, ja, Tom, du bist ja auch schon draußen. Ich bin auch schon draußen, ja. Warum sagst du das denn nicht? Hab ich. Schade, Mr. Glob. Ja, dann schaut bitte nicht bei Tom vorbei. Ey, sorry. Weil er versucht hier... Schaut nein! Ach man, Kahn, was soll denn dein blödes Gelaber die ganze Zeit? Das lenkt voll ab. Das erste stimmt das gar nicht. Und zweitens, also, du hättest sowieso nicht gewonnen. Ja, dein dämliches Gelaber die ganze Zeit. Irgendwas von wegen Tom heißt Antonia oder was auch immer. Es juckt keinen. Keinen hat das jetzt gejuckt, aber uns hat's abgelenkt, Mann. Ehrlich, ey. Ja, na gut, dann heißt er halt Gabriela. Ja, Tom, dich kann's auch nicht ablenken, weil du warst ja gar nicht mehr dabei. Ja, Leute, das war Fall Guys zu 5. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich find's immer sehr, sehr witzig. Claudio, dass er jetzt gewonnen hat, feiern wir natürlich gar nicht. Überhaupt nicht. Sagen wir, Thaddäus hat gewonnen. Ciao!